So, willkommen zurück zu Let's Play der Pate 2. Part 2. Wow. Rekrutieren Sie. Ich bewache die Tür. Daten. Könnten wir machen, aber machen wir erst, nachdem wir mit Frank gesprochen haben. Ich kümmere mich um Carmine Rosato. Überlass ihn mir. Natürlich. Du bist der Boss und Carmine ist ein Idiot. Findet seinen Arsch nicht mal, wenn er drauf sitzt. Trotzdem gehört dem Blödmann halb New York. Was heißt das? Dass jemand im Hintergrund die Fäden zieht. Irgendwie glaube ich das. Vielleicht. Aber wer es auch ist, Rot fällt aus. Und Carmans Leute sind immer noch loyal. Tja, Loyalität lohnt sich für irgendwas. Selbst bei den Rosato-Brüdern. Mir bedeutet das auch etwas, Frank. Ich kann Carmine nicht selbst erledigen. Ich brauche Leute. Männer, denen ich trauen kann. Hast du vielleicht jemanden für mich? Sicher, Dominic. Ich bin mit einigen Partnern hier. Gute Männer. Haben sich schon mehr als einmal bewährt. Ich denke, sie sind soweit. Du würdest ihnen eine große Ehre erweisen, wenn du sie in deine Familie holst. Okay, das machen wir sogar. Ja, ich habe mir eben kurz den ersten Part halb reingezogen. Also halt von der Lautstärke alles schon so halt bearbeitet, wie ich sonst bearbeite. Und ich muss sagen, ja, ich habe mit dem Ton noch ein bisschen vermasselt. Gut, aber naja, gut. Ich suche einen guten Mann. Jemanden, der sich ein paar Dollar verdienen möchte. Ich habe die Fähigkeiten, du die Aufträge. Was willst du über mich wissen? Was haben Sie anzubieten? Irgendwelche Stärken? Brandstiftung ist mein Ding. Ich zünde alles an. Hab sogar schon mal ein Polizeirevier abgefackelt. Das ist cool. Brauchen wir aber noch nicht. Hintergrundinformationen. Tut mir leid. Vielleicht ein anderes Mal. Wenigstens ist bald Zahltag. Dann sag mir nur eins. Was Frank vorhin gesagt hat. Oh. Glaubst du das? Über Mr. Roth und die Rosatos? Nein. Frankie ist ein guter Vollstrecker, aber ihm fehlt Mikes Weitsicht. Mr. Roth war immer fair zu uns. Cool. Warum stich ich gerade so eklig? Gut. Du hast es doch satt, mit einer Bande rumzuziehen. Mal dran gedacht, dich in der Familie anzuschließen? Wenn du einen brauchst, der einen Job zu Ende bringt, jeden Job, bin ich dein Mann. Erzähl mir, was deine Spezialität ist. Was für Voraussetzungen bringst du mit? Als Kind bin ich beim Überfall auf einen Laden angeschossen worden. Danach habe ich gelernt, mich selbst zusammenzuflicken. Sanitäter kann man sehr gut gebrauchen. Und was machen wir? Du bist... Ich will rein. Bist du dir auch sicher? Mann, wenn du so fragst... Du bist... Ja, du gehörst jetzt zur Familie. Joe hat sich der Familie angeschlossen. Drücken Sie... Alles ruhig, Chief. Ach du Scheiße, so durch die Karte öffnen. Das ist ja noch beschissen. Okay. Rekrutieren und befördern Sie gemachte Männer. Hören Sie im Umfeld Ihrer Geschäfte neue Rekruten an. Sie können bis zu 3 gemachte Männer in Ihr Team aufnehmen und mit ihren restlichen Leuten Geschäfte verteidigen, übernehmen oder in die Luft jagen. Sie können mit ihren gemachten Männern online gehen und um Errungen spielen. Na gut, online gehen tue ich abhaken. Gut. Upgrade, dafür habe ich kein Geld. Entfernen, nein, den lassen wir mal so stehen. Nein, noch deutlicher. Noch. Wie öffne ich jetzt allgemein die Karte? Die Don-Ansicht. In der Don-Ansicht finden Sie alles, was Sie über das Leben als Don wissen müssen. Schön. Draußen können Sie alle schön hupen. Bewegen Sie den Cursor an dem Bildschirmrand, um durch die Don-Ansicht zu navigieren. Drücken und halten Sie rechte Maustaste und bewegen Sie die Maus, um die Ansicht heranzoomen oder zu drehen. Navigieren Sie über die Karte und klicken Sie auf Objekte, um weitere Informationen zu erhalten. Okay, bevor ich das alles vorlese, tue ich es selbst erklären. Das ist mir dann viel, viel besser. So, auf jeden Fall, ich kann ja hin und... Ja, raus, links drehen. Ups, kann mich einfach drücken. Will ich aber nicht, nein. Okay. Also, ist nicht unbedingt so präzise, wie ich haben will. Na komm, geht auch. Das ist erstmal unsere kleine Karte. Das sind erstmal unsere ersten Geschäfte, die wir einnehmen. Das sind kleine Kartelle, die sollte man ein bisschen später machen. Das erste ist eigentlich... Ja, ich nenne es mal
ungepflegte Puff, den wir einnehmen sollten. Gut, wann so schlagen Sie endlich mehr Kartell Personal nehmen ein? Sie die Suite Live. Oh, ich glaube, das ist sogar die. Was zur ja, Hölle? Na gut, erstmal raus hier mit uns. In meiner Gegend. Frank ist ein guter Mann, nur sein Temperament könnte ein Problem sein. Diese Vorwürfe gegen Heyman Roth müssen aufhören. Sie beleidigen uns beide. Ich behalte ihn im Auge. Keine Sorge. Gut, Dominic. Konzentriere dich einfach auf deinen Job. Du bist jetzt der Boss. Mach dir einen Namen. Lass Carmine wissen, dass du New York kontrollierst. Organisiertes Verbrechen ist ein normaler Beruf. Der Schlüssel zum Erfolg, die Ausschaltung der Mitbewerber. Das ist dein Ziel. Übernimm einfach alle Geschäfte und schalte alle Familien aus, die dir im Weg stehen. Worauf wartest du? Die anderen Familien werden ihre Wir verteidigen und deine Geschäfte angreifen. Allein hast du keine Chance. Willst du gewinnen? Vergrößere die Familie, verbessere die Fähigkeiten deiner Leute und heuere ein paar Wachen an. Und das Wichtigste, setze die Vorteile der Kartelle ein, die du kontrollierst. Mach das. Und du weißt, was es heißt, ein Don zu sein. Eine schöne Anleitung gewesen. Die werden wir wenn auch ich das nächste umsetzen. Die Donne sich, drücken Sie Tab um die. Ja. Mal eine schnitte Klammer. Verziehst du dich? Oh, das war richtig laut. Oh, ich hasse es irgendwie mit den Ton hier. Warte mal, Audio. Nee, besser krieg ich's auch nicht hin. Nee. Das ist ein bisschen blöd. Na gut. Dann wollen wir mal. Okay. Ich wenn wir eins gehört. Von Carmines Geschäften ausschalten, hat er die Cops nicht mehr in der Hand. Treffen wir Carmine dort, wo es am meisten wehtut, bei seinen Bordellen. Diese verdammten Hurenhäuser verschaffen ihm sowieso zu viel Einfluss. Genau das werden wir tun. Wir fangen mit dem Bordell an. Dem gegenüber der Bäckerei. Oh Mann, der ist hinüber. Boah. Nein, ich will... Oh, mein... Also tut mir jetzt schon leid, wenn ich fahren sollte wie eine besenkte Sau. Ah, der Motor klopft. Ich hör's, Dominic. Mit der Taste kann ich auch bremsen, das ist schön. Gut, dann gehen wir erstmal unser erstes Geschäft einnehmen. Naja. Gut, das wollen wir alles noch gar nicht. Hilfe! Ach, halt die Klappe. Gehst mir auf die Nerven. In unserer Welt ist der Schlüssel zum Erfolg Angst. Ein toter Mann nützt uns nichts. Wenn du aber Druck machst, behältst du die Oberhand. Jeder hat zwei Punkte. Bei einem gibt er auf, beim anderen schlägt er zurück. Hast du genug Druck, dass er aufgibt, tut er alles, was du verlangst. Du brauchst dabei Kreativität. Schubst ihn ein bisschen rum oder zeig ihm die Aussicht. Bei einigen profitierst du mehr, je stärker der Druck wird. Oder Schwachstellen suchen. Jeder Mensch hat eine. Gehst du aber zu weit, hast du einen Kampf am Hals. Oder schlimmer, einen Toten. Aber das ist kein Weltuntergang. Du kannst es später nochmal versuchen. Hey, was soll das denn werden? ¿Qué pasa, baby? Üb mehr Druck aus, Dominic, aber bring ihn nicht um. Wir brauchen ihn lebend. Halt einfach die Klappe. Du gehst mir jetzt schon auf die Nerven. Hey, Arschloch. Lässt du mich jetzt durch? Keine Chance, Mann. Nur Mitglieder. Verarschen Sie mich nicht! Niemand, was dort kämpft! Ich sehe ihn! Mehr hast du nicht zu bieten? Verstehen wir uns? Komm. Soll ich dir die Fresse polieren, ha? Nee. Damit habe ich kein Problem! Loslassen! Ah, okay. Als nächstes? Ich gebe auf! Sie haben nichts damit zu tun! Wenn du mich nicht sofort reinlässt, breche ich dir die Kniescheiben. Und jetzt rate mal, was passiert, wenn du dich dann immer noch weigerst. Ah, Sie wollen rein? Bitteschön. Lass mich rein. Nein. Wann hast du den Schluss, Baby? Sagen Sie Bescheid, wenn Sie schließen. Na komm, jetzt sei nicht so blöd und lauf gegen die ganze... Als ihr im Minirock zur Schule wollte, habe ich gesagt... Sie später Gesellschaft gebrauchen. Comprende? Er ist da drüben! Lassen Sie mich... Alles, nur das nicht. Rettet euer Leben! Was habe ich getan? Tun Sie mir nicht. Nicht bewegen. Komm, sofort aufhören! Sieh ihn dir an, er ist fertig. Wenn du jetzt mit ihm redest, sagt er dir alles. Aber du könntest versuchen, ihn weiter durchzuschütteln. Sehen Sie sich an. Sie können diesen Laden nicht schmeißen. Nicht ohne mich. Kapiert? Gut, der Laden gehört dir. Ich hoffe, du weißt, worauf du dich da einlässt. Natürlich. Nicht schießen. Das organisierte Verbrechen sind illegale Geschäfte.
Mit illegalen Geschäften machen wir unser Geld. Kontrollierst du eins, wirst du bezahlt. Jeden Tag. Allerdings ist jedes Geschäft Teil eines sogenannten Kartells. Es gibt verschiedene Kartelle. Prostitution, Waffenschmuggel, Autohandel. Und jedes besteht aus zwei oder mehr Geschäften. Wenn jemand alle Geschäfte eines Kartells kontrolliert, ist es sehr lukrativ. Aber noch wichtiger ist, ein spezieller Bonus. Kugelsichere Westen oder gepanzerte Autos. Dieses brauchst du zum Aufbau eines Imperiums. Du weißt das und deine Feinde wissen es. Also erwarte von ihnen keine Zusammenarbeit, wenn du sie besuchst. Gut, wieder einfach gesagt. Meine Güte. Ich sehe einen ab. Mehr hast du nicht zu bieten. Sag, dass ihr Dreckskerle bekommt, okay, was ihr verdient. Du willst es nicht anders. Ja, und schließlich will ich hier gar nicht kämpfen. Willst du noch mehr? Nee, will ich nicht. Ich will einfach nur raus. Hier! Oder mit ihm reden. Na, reden. Reden. Ah, die Mädchen hier sind nicht schlecht. Aber wenn das mein Laden wäre, würde er das Zehnfache abwerfen. Er hat Potenzial. Wie du. Du bist ein Anführer, Dominic. Was hast du als nächstes vor? Wir brauchen mehr Geld. Ich muss diesen Laden sichern. Und während ich mich darum kümmere, legst du ein paar von Carmines Leuten um. Ein guter Plan, ja. Schöpf den Rahmen ab. Wasch einfach ein bisschen Geld mit einem legalen Geschäft. Einer Bar, einem Restaurant. Egal. Einige dich einfach mit dem Besitzer, kapische? Er gibt dir seinen Anteil und du holst mehr aus deinen Geschäften raus. Okay, also auf einen weiteren Dialog habe ich jetzt keine Lust. Ja, irgendwie schon doch ein bisschen, aber nein. Erpressung war früher was für Problemlöser. Händler verprügeln, Kleingeld kassieren. Heute sind die Einsätze höher. Die Grundlagen kennst du ja. Such dir ein kleines Geschäft und misch den Besitzer auf. Er zahlt, was er kann. Nicht viel. Kleinvieh macht auch Mist. Aber jetzt kommt's drauf an. Kontrollierst du einen Laden, dient er als Fassade. Damit wäschst du das Geld aus deinen Geschäften. Jedes, das du kontrollierst, verschafft dir einen Bonus auf dein gesamtes Einkommen. Damit ein Händler mitspielt, setz ihn unter Druck. Schlag ihn gegen die Wand, wirf ihn durchs Fenster. Du kannst auch den Laden verwüsten oder seine Kunden aufmischen. Du musst ihm einfach zeigen, wer der Boss ist. Und vergiss nicht, es ist nur Geschäft. Rein geschäftlich ist schön gesagt. Bitte, darf ich jetzt gehen? Ich hab ihn, ich hab ihn! Ach, halt die Klappe, halt die Klappe. Wir einfach noch raus. Danke. So, ein Auto, am besten unseres. Ich mach gar nichts. Bist du können die Jungs nicht aufpassen, wo ihr hinlauft? Natürlich! Ja, nee. Es wird Zeit, dass wir uns wehren. Ja, wehren am Arsch. Ich will mich amüsieren. Besuchen wir ein paar Ladenbesitzer und sehen mal in ihrer Kasse nach. Ah, das Schutzgeldspiel. Wie in den alten Zeiten, was? Ist ein Glück, weiß ich, dass der Part 2 nichts mehr mit Rennen zu tun hätte. What? Wie bin ich hier reingekommen? So, bitte aussteigen. Also bis ich das perfekte Fahren gelernt habe. Er kommt sicher zu spät, wie immer. Ich hab sogar Waffen. Cool. Guten Tag, wie geht's Ihnen? Bereit machen! Gerade, er kommt! Dann stellen wir endlich mehr Personal ein. Hey Mann, lass ihn direkt bezahlt! Wer macht hier sauber, wenn sie tot sind? Kommen Sie raus! Gehen wir zurück! Erst zertrümmern wir dein scheiß Zeug und dann deine Visage. Tu mir nicht weh! Ich würde dich bemitleiden, wenn ich dich mögen würde. Komm, schlag zu. Stehen bleiben! Keine letzten Worte, kein letzter Wunsch! Kann man jemand auch exekutieren? Okay, Zeit für einen Satz, heißt auch. Misch mir mit! Wir können höflich sein. Und lächel und sag Arschloch! Jetzt reicht's! Nein! Danke. Ich halte dir den Rücken frei! Ich hab noch einen! Nein, du hast hier keinen an. Mehr hast du nicht zu bieten? Töten sie! Meine Güte. Kämpft! Für den lohnt es sich nicht, ein Loch zu graben. Wie? Noch kein Baby? Fass mich bloß nicht an. Ich will mein Baby haben. Das war nicht. Ich spiel mit. Ich mach gar nichts. Dann lass uns reden. Schöner Laden. Wäre doch schade, wenn er niederbrennt. Wir verstehen uns. Okay, okay. Beruhig dich, ja? Gut, die haben wir jetzt schon rumgekriegt. 20 auf den Großen. Achso, ja. Tab-Taste. Jetzt geht's ums... eigentlich hier einstellen. Nein, ich will einstellen. Wie mache ich das? Wie mache ich das? Von mir, Geschäft. Guck. Wie klappt das hier nicht? Oder wie mache ich das hier?
Finanzen, nein. Fortschritt, nein. Gefälligkeiten, nein. Okay, lol. Stammbaum. Nein, nicht unbedingt. Zivilen. Ja, ja, Mann. Ah, Fassaden übernehmen sie. Ja, ja, gut. Das ist eigentlich einfach. Es geht darum, Fassaden zu übernehmen. Und ja, irgendwann kommen ja auch die Feinde und wollen sich ja das zurückerkämpfen. Da gibt's uns. Und wir dürfen erstmal Wachen einteilen. Das heißt, bedeutet rekrutieren, Wachen. Und ja, gut. Kosten aber auch, leider. Aber am besten alles voll machen meistens. Kartelle, ja, 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 ist gut. Mann, will ich alles gar nicht wissen. 10 Wachen. Ja, warte mal, kann ich so um? Nein. Ach komm. Sie können keine weiteren Männer leisten. Ah ja, okay, ist ja alles. Ist ja schön, sehr schön sogar. Gut, dann gehen wir mal ins nächste. Oh, ich komme hier echt noch nicht so klar. Insgesamt, wow. Okay, richtig viel. Ich hasse diese Doppelschichten. Okay. Alles kaputt. So, jetzt. Dieser Vietnam-Spuk ist bald vorbei. Interessiert keinen. Bezahlen Sie Wachen? Ja, 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 ja. Labo kennt du nicht. Oh Mann, die armen Leute. Ich verschwinde! Scheiße! Hier drüben! Aus aus dem Ort. Ruhiger, Captain! Ich hätte ihn fast erwischt! Bin ich weh! Das war ein schöner Schuss. Hey, Dummy, Dummy! Mach Platz, damit ich rauskomme, okay? Was ist hier Dummy, Dummy? Dummy, Dummy am Hinter. Wegen jetzt Dummy, Dummy. So, wie wollen wir den Laden hier aufmischen? Mit Waffen oder ohne Waffen? Hm, ist eine gute Frage, wenn ich nicht immer die ganze Zeit... Du hast... Na, wen haben wir denn da? Lol.